Montezuma war groß und schlank, vielleicht etwas zu mager. Seine Haut war nicht braun, sie hatte nur einen leichten Schimmer des üblichen Indianerteints. Seine schwarzen Haare fielen in Locken über seine Ohren, sie waren im Übrigen nicht ausgesprochen üppig. Er trug einen schwachen, aber gut aussehenden schwarzen Bart. Das Gesicht war länglich und wirkte immer heiter. Er hatte sehr ausdrucksvolle Augen, von denen man leicht Liebe oder Ernst ablesen konnte. Er hielt sehr viel von Reinlichkeit und badete jeden Abend. Neben einer Menge Konkubinen, die alle Töchter von vornehmen Männern waren, hatte er zwei gesetzmäßige Gemahlinnen aus fürstlichen Häusern. So beschreibt der Spanier Bernal Diaz, der die Eroberung des Aztekenreiches als Soldat miterlebte, den Aztekenherrscher, der als Montezuma in die Geschichte einging. Sein richtiger Name war Moctezuma, was so viel bedeutet wie mutiger, zorniger Herrscher. In Annäherung an seinen aztekischen Namen spricht man inzwischen von Moctezuma. Er hat 17 Jahre regiert. Mexiko hat nie einen besseren Herrscher gehabt. Er war ein tapferer Mann. Als Moctezuma hörte, dass die Spanier sich nach ihm erkundigten, zog sein Herz sich zitternd zusammen. Nur noch Angst erfüllte ihn. Er wollte fortlaufen, sich verbergen. Die unterjochten Völker klagten sehr über die Zwangsherrschaft des Moctezuma. Er war nicht nur mutig, sondern auch ernst und maßvoll. Und die Leute staunten, wenn sie ihn sprechen hörten. Historische Texte zeichnen ein wenig einheitliches, zum Teil sogar widersprüchliches Bild von Moctezuma. Wenn wir uns über Moctezuma unterhalten, müssen wir uns auch darüber unterhalten, wie diese Person in späteren Jahrhunderten manipuliert worden sind, einfach um als negative Identifikationsfigur also zu dienen. Gibt Ines de Castro, Ethnologin und Leiterin des Stuttgarter Lindenmuseums, zu bedenken. Zudem, so die Fachfrau, gibt es kaum schriftliche Zeugnisse aus der vorspanischen Zeit. Bei den Azteken ist es eine Bilderhandschrift, die man nicht als Lautsprache ansehen kann. Und insofern war dort also eher eine mündliche Überlieferung gängig, was natürlich die Jahrhunderte nicht so überlebt hat. Und als die Spanier gekommen sind, haben die aztekischen jungen Adligen sehr schnell unsere Schrift übernommen und dann angefangen, in aztekischer Sprache, aber mit unserer Schrift Dokumente zu verfassen. Aber das hat auch ein bisschen gedauert, so dass wir wirklich weniger Berichte von den Azteken selbst verfasst haben und sehr viel mehr spanische Berichte, die sehr tendenziös sind, also eine starke Absicht verfolgen. Was also stimmt von den Überlieferungen? Was sind Fakten? Was Fiktionen? Was wurde manipuliert? Die Azteken blicken zu Beginn des 16. Jahrhunderts stolz auf eine rasante und erfolgreiche Geschichte zurück. Im Laufe von nur ein paar Jahrhunderten haben sie sich von einem bedeutungslosen Vasallenvolk zu der Herrschermacht im Hochtal von Mexiko emporgekämpft. Als Moctezuma 1502 von einem Rat aus 4 Würdenträgern zum neuen Herrscher gewählt wird, übernimmt er die Regentschaft über ein Gebiet, das große Teile des heutigen Mexikos umfasst. Die Azteken hatten eine sehr starke Eroberungspolitik, die darin begründet war, dass man Tributleistungen abverlangte von den eroberten Gebieten. Und zwar war das so, dass bei den Tributen, also die Gebiete, die in der Nähe der Hauptstadt Tenochtitlan waren, haben aus logistischen Gründen meist große Mengen an Nahrungsmitteln liefern müssen. Und die Gebiete, die weit weg waren, eher Luxusgüter wie Schmuck, Perlen, wie Jade, Tierfelle und auch bunten Federn. Und diese sehr starke Eroberungspolitik hat dazu geführt, dass es wirklich also in der Hochzeit des Aztekischen Reiches, also kurz vor Ankunft der Spanier, ein großes Reich entstanden ist von der Pazifikküste zum Atlantik mit der Hauptstadt Tenochtitlan, das heutige Mexico City, wo Moctezuma als Gottkönig absoluter Herrscher war. Moctezuma ist etwa 35 Jahre alt, als er die Herrschaft antritt.
Er kommt aus einer adligen Familie, die bereits seit mehreren Jahrzehnten die Regenten stellt, folgt einem Onkel auf den Thron und hat zu diesem Zeitpunkt vermutlich schon mehrere Ehefrauen und entsprechend viele Kinder. Im Adel, also im Herrscherbereich, war die Vielehe sehr gängig und vor allen Dingen ist dieses eine Folge von Heiratsallianzen. Heirat war etwas sehr Politisches. Die Vereinigung von verschiedenen Gebieten durch Heirat war etwas sehr Wichtiges. Vor seiner Thronbesteigung hat sich Moctezuma in einer Vielzahl von Eroberungskämpfen bereits als wagemutiger und kluger Krieger bewährt und war der Oberpriester im Tempel der höchsten Aztekengottheit Huitzilopochtli. Strenge, Zähigkeit und Härte, sich selbst und anderen gegenüber, sind wichtige Ziele und Wertigkeiten in einer Gesellschaft, die wie die aztekische eine durch und durch kriegerische ist. Und über allem steht die Religion. Die Religion ist die Basis sehr vieler vorspanischen Kulturen. Sie ist Legitimation für den Adel, für die Hierarchie, also der Herrscher, der sich als Mittler zwischen den Göttern und den Menschen sieht, der Herrscher, der sich so als Axis Mundi, als Zentrum des Universums begreift. Ein Wort von ihm genügte und sein Wunsch war schon erfüllt. Seine Befehle wurden umgehend und sorgfältig ausgeführt. Schreibt Bernal Diaz, der nicht nur von der Macht des Herrschers, sondern auch von dessen luxuriöser und strenger Hofhaltung beeindruckt ist. Bevor sie sein Gemach betraten, mussten sie ihre vornehme Kleidung ablegen und ein geringeres, aber sauberes Gewand anlegen. Sie durften ihm nur barfuß und mit gesenktem Blick nahen. Niemand durfte ihm ins Gesicht sehen. Die Meldungen mussten kurz und knapp sein. Die Azteken haben ihre Hauptstadt auf einer Insel mitten in einem weitläufigen See im Hochtal von Mexiko errichtet, Tenochtitlan. Während Moctezumas Regierungszeit wird Tenochtitlan zu einer beeindruckenden Metropole mit großen, weitläufigen Tempel- und Palastanlagen ausgebaut. In einem der Berichte an den spanischen König und deutschen Kaiser Karl V. schwärmt Hernán Cortés von Moctezumas außergewöhnlichem Tierpark. Er besaß in der Stadt wie auch außerhalb mehrere Vergnügungssitze. In einem hatte er einen fabelhaften Garten. 10 Becken, in denen Wasservögel der verschiedensten Sorten des Landes gehalten wurden. Auch gab es Pumas, Jaguare, Kojoten, Füchse und Wildkatzen. Hunderte von Dienern waren mit der Pflege dieses Gartenmuseums beschäftigt. In 1517 ist Moctezuma auf der Höhe seiner Macht. Im Laufe seiner Regentschaft hat er das aztekische Herrschaftsgebiet noch vergrößert. Er ist nicht nur politischer, militärischer und religiöser Anführer in einer Person, er regiert auch als Gottkönig. Da erfährt er von seinen Kundschaftern, dass fremde, weißhäutige Männer mit Bärten in schwimmenden Häusern übers Meer gekommen und an der mexikanischen Küste gelandet sind. Im folgenden Jahr werden die Fremden erneut an der Küste gesichtet. Im Frühjahr 1519 tauchen erneut schwimmende Häuser an der mexikanischen Küste auf. Doch diese Schiffsflotte wagt sich weiter vor als alle bisherigen. Dank seines gut funktionierenden Kundschafternetzes erfährt Moctezuma umgehend davon. Und bald weiß er auch, dass der Anführer der Fremden, der spanische Eroberer Hernán Cortés, fest entschlossen sei, ihn, den aztekischen Herrscher, zu besuchen. Als Moctezuma hörte, dass die Spanier sich nach ihm erkundigten, zog sein Herz sich zitternd zusammen. Nur noch Angst erfüllte ihn. Er wollte fortlaufen, sich verbergen. Er wollte den Göttern ausweichen, ihnen entkommen, sich in einer Höhle verstecken. Warum sollte sich ein mächtiger Herrscher, der ein großes Heer mit Tausenden von gut ausgebildeten Kriegern befehligt, vor einer Schar von ca. 500 Mann fürchten, vor ihnen fliehen wollen? Tatsache ist, dass Moctezuma die Fremden nicht angreift, sondern ihnen sogar wertvolle Geschenke schickt. Möglicherweise in der Hoffnung, sie auf diese Weise rasch wieder loszuwerden.
Dafür spricht der Bericht, den Hernán Cortés an den spanischen König schreibt. Sie brachten mir Gold im Werte von 3000 Pesos. Sie baten mich, dieses als ein Geschenk von Moctezumas Seite anzunehmen, dann aber umzukehren. Ich möchte doch von meinem Plan, in seine Hauptstadt zu ziehen, abstehen. Ich könnte nur in Kähnen hingelangen und unter großen anderen Schwierigkeiten, die sie mir aufzählten, um mir mein Vorhaben auszureden. Doch Hernán Cortés, ehrgeizig und auf Erfolg versessen, lässt sich sein Vorhaben nicht ausreden. Er dringt weiter vor ins Zentrum der aztekischen Macht in Richtung Hauptstadt. Dort hofft er, endlich auf die sagenhaften Reichtümer zu stoßen. Traum und Triebfeder aller Eroberer. Und Moctezumas üppige Geschenke, zu denen auch Goldschmuck gehört, bestätigen seine Hoffnungen. Was immer die Spanier in den folgenden Wochen tun, Moctezuma ist dank seiner Kundschafter bestens informiert. Doch warum greift er die weiter ins Land vordringenden Fremden nicht an? Warum lässt er sie gewähren? Diese Frage, so die Ethnologin Ines de Castro, beschäftigt die Wissenschaftler bis heute. Ein Erklärungsversuch ist die Legende der weißen Götter, dass also Moctezuma geglaubt hat, dass Cortés und seine Leute der wiederkehrende Quetzalcoatl sei, also ein Ahnengott der Azteken. Diese Legende ist nachträglich entstanden und dient wahrscheinlich als Rechtfertigung von Seiten der Spanier, um diesen freundlichen Empfang auch zu rechtfertigen. Man ist mittlerweile in der Forschung dieser Meinung. Zu dieser Legende passt auch die Geschichte der bösen Omen. Das erste böse Omen. 10 Jahre bevor die Spanier in dieses Land kamen, erschien nachts ein böses Vorzeichen am Himmel. Es war wie eine Feuerflamme. Blutiges Feuer fiel wie aus einer Wunde in Tropfen herab. Das zweite böse Omen. Der Tempel des Gottes Huitzilopochtli stand plötzlich in Flammen. Er brannte von selbst herab. Niemand hatte ihn angezündet. Das dritte böse Omen. Ein Blitzstrahl traf den Tempel des Feuergottes. Das vierte böse Omen. Das fünfte böse Omen. Das sechste böse Omen. In einer Reihe von spanisch-indianischen Aufzeichnungen wird von diesen unheilvollen Omen berichtet, die es im Aztekenreich gegeben haben soll. Wie im Europa des 16. Jahrhunderts, so spielten auch bei den Azteken Naturphänomene eine große Rolle. Da man keine naturwissenschaftlichen Erklärungen kannte, sah man in Blitzen, Vulkanausbrüchen, Überschwemmungen oder anderen ungewöhnlichen Naturerscheinungen göttliche Zeichen. Brachte der aztekische Herrscher das Auftauchen der Fremden mit den ungewöhnlichen Naturereignissen der vergangenen Jahre in Verbindung? Waren die Spanier tatsächlich eine derart beunruhigende Erscheinung? Moctezuma hatte Magier beauftragt, auszuforschen, wer die Fremden wären. Zugleich sollten sie trachten, sie zu verzaubern, irgendein Unheil auf sie herabzuziehen. Die Zauberer taten ihr Werk. Aber die Wirkung blieb aus. Da kehrten die Zauberer eilig zurück und berichteten Moctezuma, wie stark und unverwundbar die Fremden wären. Angesichts der göttlichen Zeichen, die auf eine nahende Gefahr verweisen, und angesichts der Zauberer und ihrer magischen Mittel, die versagen, bekommt es der aztekische Herrscher trotz seines großen Kriegsheeres mit der Angst zu tun? Ist aus dem einst wagemutigen Krieger Moctezuma im Laufe der Jahre ein religiöser Eiferer geworden, der die Realität aus den Augen verloren hat und deswegen die Gefahr zu spät erkennt? Das jedenfalls machen einige spanisch-indianische Schriften glauben. Tatsache ist, die Azteken, ausgerüstet mit Pfeil und Bogen, haben den spanischen Kanonen und Gewehren nicht viel entgegenzusetzen. Tatsache ist auch, dass das spanische Heer beständig wächst, denn Cortés gelingt es, immer neue Mitstreiter unter den indianischen Völkern zu gewinnen. Die von den Azteken unterjochten hoffen, sich mit Hilfe der Spanier von der aztekischen Herrschaft und den Tributzahlungen befreien zu können.
verhält sich Moctezuma möglicherweise bewusst abwartend, um unnötiges Blutvergießen zu vermeiden? Man könnte auch sagen, sehr weise erstmal diese Fremden angeschaut, abgewartet. Er wusste nicht so recht, was er vielleicht mit denen anfangen sollte. Vielleicht konnte er sich nicht vorstellen, dass diese Schar von Spaniern ihm so gefährlich werden würden. Oder hofft Moctezuma auf einen günstigen Moment für einen Angriff? Immerhin versucht er, die Spanier einmal in einen Hinterhalt zu locken. Doch sein Vorhaben wird verraten und scheitert. Oder lässt Moctezuma die Spanier ganz bewusst bis in die aztekische Hauptstadt vordringen, weil er sie hier gut unter Kontrolle hat? Die Stadt liegt wie eine Festung mitten im See und die 4 Dammwege, die vom Festland auf die Insel führen, können von den Azteken leicht kontrolliert werden. Tatsache ist, dass Moctezuma, Hernán Cortés und seine Leute am 8. November 1519 vor den Toren der Hauptstadt empfängt. Auf einem der Dammwege, die nach Tenochtitlan führen, findet die Begegnung zwischen den beiden ungleichen Männern statt. Cortés, ehrgeiziger Eroberer aus dem einfachen spanischen Adel, und der mächtige, als Gottkönig herrschende Moctezuma. Cortés zu Pferde, der Aztekenherrscher wird auf einer Art Sänfte herangetragen. Es gibt kurze Begrüßungsreden. Anschließend werden Gastgeschenke ausgetauscht. Dann schritt er in der gleichen Haltung wie vorher weiter und wir folgten ihm bis zu einem großen und schönen Palast, den er zu unserem Empfange hatte herrichten lassen. Es ist der Palast von Moctezumas Vater, in dem Moctezuma gut 50 Jahre zuvor zur Welt gekommen und wohl auch aufgewachsen ist. Der Herrscher lässt die Fremden in den nächsten Tagen freundlich und zuvorkommend bewirten, zeigt Cortés die Stadt und nimmt ihn schließlich mit zur monumentalen Tempelanlage im Zentrum der Stadt. Doch nach einigen Tagen passiert etwas, womit der Herrscher überhaupt nicht gerechnet hat. Cortés in einem Bericht an den spanischen König: Nachdem ich in dieser großen Stadt Tenochtitlan 6 Tage verweilt und mancherlei beobachtet hatte, schien es mir doch im Interesse Eurer Majestät und unserer Sicherheit zu liegen, wenn sich Moctezuma in meiner Gewalt und nicht in Freiheit befände. Cortés nimmt Moctezuma während eines Besuches im Herrscherpalast gefangen. Offenbar wendet er keine Gewalt an, sondern setzt den Herrscher unter psychischen Druck, wie es die Aufzeichnungen von Bernal Díaz vermuten lassen. Endlich entschloss sich Moctezuma, gutwillig mit uns zu gehen. Man brachte die große prächtige Sänfte, die er immer benutzte, wenn er den Palast verließ. Er stand auf und kam mit uns in unser Quartier. Im Übrigen hatte er seine ganze Dienerschaft und seine Frauen um sich. 20 hohe Beamte, Räte und Offiziere taten Dienst bei ihm. Er ließ seinen Leuten gegenüber nicht merken, dass ihn die Gefangenschaft verdross. Er schlichtete wie zuvor die Streitsachen, die ihm aus dem ganzen Lande zugetragen wurden. Er empfing regelmäßig die fälligen Tribute und erledigte nach wie vor alle wichtigen Regierungsgeschäfte. Auch das Zeremoniell blieb dasselbe. Passivität, das ist das, was ihm meistens vorgeworfen wird. Auch nach dem Besuch sozusagen der Spanier bei ihm, da änderte sich wenig an seiner Passivität. Also er hat die Spanier in die Stadt hereinkommen lassen, er hat sie im Palast seines Vaters untergebracht, er hat ihnen Gold geschenkt, Gaben geschenkt, also die Schatzkammern der Azteken geöffnet und hat eigentlich wenig dafür getan, die Spanier wieder loszuwerden. Moctezuma sagte einmal, dass ihm die Gefangenschaft gar nicht so unangenehm sei. Unsere Götter hätten uns ja die Macht gegeben und seine Götter hätten nichts dagegen unternommen. Die Aufzeichnungen von Bernal Díaz deuten an, Moctezuma habe sich seinem Schicksal ergeben. Doch wie reagieren die aztekischen Adligen? Wie reagiert das Volk? Nach gut einem halben Jahr in spanischer Gefangenschaft belagern aztekische Krieger den Palast, in dem Cortés und seine Leute mit ihrem Gefangenen, dem aztekischen Herrscher und dessen Gefolge, untergebracht sind. Wieder und wieder greifen sie an. Die Lage spitzt sich zu. Im spanischen Lager werden Wasser und Lebensmittel knapp und jeder Ausbruchsversuch scheitert verlustreich. Die Spanier sitzen mit ihrem gescheffelten Aztekengold und ihrem Gefangenen in der Falle. Es gibt keine Aussicht, lebend die aztekische Hauptstadt zu verlassen. Und deshalb bittet Cortés seinen Gefangenen um Hilfe. Moctezuma soll zu seinem Volk sprechen. Der Herrscher zögert.
ist dann aber doch bereit. Bernal Diaz erzählt in seinen Erinnerungen, was an diesem Tag Ende Juni 1520 geschah, als Moctezuma, beschützt von spanischen Soldaten, auf einen Balkon des Palastes hinaustritt. Moctezuma forderte seine Untertanen auf, die Feindseligkeiten einzustellen, weil wir bereit seien, Mexiko sofort zu verlassen. Viele seiner Offiziere erkannten ihn. Sie geboten ihren Leuten Stille. Das Schießen wurde eingestellt. Vier von ihnen traten vor und sagten zu ihm mit Tränen in den Augen: »Ach, gnädiger Herr, euer Unglück und das Unglück eurer Kinder und Verwandten geht uns sehr nahe. Wir wollen euch nicht verschweigen, dass wir inzwischen einen eurer Vettern auf den Thron gehoben haben. Wir müssen diesen Krieg so beenden, wie wir ihn begonnen haben. Wir haben unseren Göttern geschworen, nicht eher Schluss zu machen, bis der letzte Spanier umgekommen ist. Wir haben täglich zu den Göttern gefleht, euch zu befreien. Solltet ihr frei werden, dann werden wir euch noch mehr verehren als zuvor. Wir müssen euch bitten, uns unser jetziges Verhalten zu verzeihen.« Nach diesem Gespräch wurden die Feindseligkeiten überraschend schnell wieder eröffnet. Ehe man sich versah, war der Fürst viermal verwundet. Er wurde sofort in seine Gemächer gebracht, lehnte aber jede Stärkung und jede Versorgung der Wunden ab. Wider Erwarten kam bald darauf die Meldung, dass er verschieden sei. Er hat 17 Jahre regiert. Mexiko hat nie einen besseren Herrscher gehabt. Er war ein tapferer Mann. Demnach wäre Moctezuma von seinen eigenen Leuten umgebracht worden. Es gibt jedoch auch Aufzeichnungen, wonach die Spanier für seinen Tod verantwortlich gemacht werden. Sie hätten ihn umgebracht. Für Inés de Castro ist das nicht sehr logisch. Sie hatten in ihm eine gut funktionierende Marionette, warum hätten sie ihn umbringen sollen? Märtyrer zu schaffen, ist ja immer eine ungute Situation. Wer den Tod Moctezumas am 30. Juni 1520 verursacht hat, ist letztlich nicht zu klären, wie so vieles in der Geschichte des letzten großen Aztekenherrschers. Der Wunsch nach Fakten und Gewissheit wird, wie so oft in der Geschichte, nicht erfüllt. Es bleiben Lücken, offene Fragen nach Ursachen und Beweggründen. Und damit ist Raum für Spekulationen, für Missdeutungen, aber auch für Fantasien. Davor als alle bisherigen. Dank seines gut funktionierenden Kundschafternetzes erfährt Moctezuma umgehend davon. Und bald weiß er auch, dass der Anführer der Fremden, der spanische Eroberer Hernán Cortés, fest entschlossen sei, ihn, den aztekischen Herrscher, zu besuchen. Als Moctezuma hörte, dass die Spanier sich nach ihm erkundigten, zog sein Herz sich zitternd zusammen. Nur noch Angst erfüllte ihn. Er wollte fortlaufen, sich verbergen. Er wollte den Göttern ausweichen, ihnen entkommen, sich in einer Höhle verstecken. Warum sollte sich ein mächtiger Herrscher, der ein großes Heer mit Tausenden von gut ausgebildeten Kriegern befehligt, vor einer Schar von ca. 500 Mann fürchten, vor ihnen fliehen wollen? Tatsache ist, dass Moctezuma die Fremden nicht angreift, sondern ihnen sogar wertvolle Geschenke schickt. Möglicherweise in der Hoffnung, sie auf diese Weise rasch wieder loszuwerden. Dafür spricht der Bericht, den Hernán Cortés an den spanischen König schreibt. »Sie brachten mir Gold im Werte von 3000 Pesos. Sie baten mich, dieses als ein Geschenk von Moctezumas Seite anzunehmen, dann aber umzukehren. Ich möchte doch von meinem Plan, in seine Hauptstadt zu ziehen, abstehen. Ich könnte nur in Kähnen hingelangen und unter großen anderen Schwierigkeiten, die sie mir aufzählten, um mir mein Vorhaben auszureden.« Doch Hernán Cortés, ehrgeizig und auf Erfolg versessen, lässt sich sein Vorhaben nicht ausreden. Er dringt weiter vor ins Zentrum der aztekischen Macht in Richtung Hauptstadt. Dort hofft er, endlich auf die sagenhaften Reichtümer zu stoßen. Traum und Triebfeder aller Eroberer. Und Moctezumas üppige Geschenke, zu denen auch Goldschmuck gehört, bestätigen seine Hoffnungen. Was immer die Spanier in den folgenden Wochen tun, Moctezuma ist dank seiner Kundschafter bestens informiert.
Doch warum greift er die weiter ins Land vordringenden Fremden nicht an? Warum lässt er sie gewähren? Diese Frage, so die Ethnologin Ines de Castro, beschäftigt die Wissenschaftler bis heute. Ein Erklärungsversuch ist die Legende der weißen Götter, dass also Moctezuma geglaubt hat, dass Cortés und seine Leute der wiederkehrende Quetzalcoatl sei, also ein Ahnengott der Azteken. Diese Legende ist nachträglich entstanden und dient wahrscheinlich als Rechtfertigung von Seiten der Spanier, um diesen freundlichen Empfang auch zu rechtfertigen. Man ist mittlerweile in der Forschung dieser Meinung. Über allem steht die Religion. Die Religion ist die Basis sehr vieler vorspanischen Kulturen. Sie ist Legitimation für den Adel, für die Hierarchie, also der Herrscher, der sich als Mittler zwischen den Göttern und den Menschen sieht, der Herrscher, der sich so als Axis Mundi, als Zentrum des Universums begreift. Ein Wort von ihm genügte und sein Wunsch war schon erfüllt. Seine Befehle wurden umgehend und sorgfältig ausgeführt. Schreibt Bernal Diaz, der nicht nur von der Macht des Herrschers, sondern auch von dessen luxuriöser und strenger Hofhaltung beeindruckt ist. Bevor sie sein Gemach betraten, mussten sie ihre vornehme Kleidung ablegen und ein geringeres, aber sauberes Gewand anlegen. Sie durften ihm nur barfuß und mit gesenktem Blick nahen. Niemand durfte ihm ins Gesicht sehen. Die Meldungen mussten kurz und knapp sein. Die Azteken haben ihre Hauptstadt auf einer Insel mitten in einem weitläufigen See im Hochtal von Mexiko errichtet, Tenochtitlan. Während Moctezumas Regierungszeit wird Tenochtitlan zu einer beeindruckenden Metropole mit großen, weitläufigen Tempel- und Palastanlagen ausgebaut. In einem der Berichte an den spanischen König und deutschen Kaiser Karl V. schwärmt Hernán Cortés von Moctezumas außergewöhnlichem Tierpark. Er besaß in der Stadt wie auch außerhalb mehrere Vergnügungssitze. In einem hatte er einen fabelhaften Garten. 10 Becken, in denen Wasservögel der verschiedensten Sorten des Landes gehalten wurden. Auch gab es Pumas, Jaguare, Kojoten, Füchse und Wildkatzen. Hunderte von Dienern waren mit der Pflege dieses Gartenmuseums beschäftigt. In 1517 ist Moctezuma auf der Höhe seiner Macht. Im Laufe seiner Regentschaft hat er das aztekische Herrschaftsgebiet noch vergrößert. Er ist nicht nur politischer, militärischer und religiöser Anführer in einer Person, er regiert auch als Gottkönig. Da erfährt er von seinen Kundschaftern, dass fremde, weißhäutige Männer mit Bärten in schwimmenden Häusern übers Meer gekommen und an der mexikanischen Küste gelandet sind. Im folgenden Jahr werden die Fremden erneut an der Küste gesichtet. Im Frühjahr 1519 tauchen erneut schwimmende Häuser an der mexikanischen Küste auf. Doch diese Schiffsflotte wagt sich weit, die sehr tendenziös sind, also eine starke Absicht verfolgen. Was also stimmt von den Überlieferungen? Was sind Fakten, was Fiktionen? Was wurde manipuliert? Die Azteken blicken zu Beginn des 16. Jahrhunderts stolz auf eine rasante und erfolgreiche Geschichte zurück. Im Laufe von nur ein paar Jahrhunderten haben sie sich von einem bedeutungslosen Vasallenvolk zu der Herrschermacht im Hochtal von Mexiko emporgekämpft. Als Moctezuma 1502 von einem Rat aus 4 Würdenträgern zum neuen Herrscher gewählt wird, übernimmt er die Regentschaft über ein Gebiet, das große Teile des heutigen Mexikos umfasst. Die Azteken hatten eine sehr starke Eroberungspolitik, die darin begründet war, dass man Tributleistungen abverlangte von den eroberten Gebieten. Und zwar war das so, dass bei den Tributen, also die Gebiete, die in der Nähe der Hauptstadt Tenochtitlan waren, haben aus logistischen Gründen meist große Mengen an Nahrungsmitteln liefern müssen. Und die Gebiete, die weit weg waren, eher Luxusgüter wie Schmuck, Perlen, wie Jade, Tierfelle und auch bunten Federn.
Und diese sehr starke Eroberungspolitik hat dazu geführt, dass es wirklich also in der Hochzeit des Aztekischen Reiches, also kurz vor Ankunft der Spanier, ein großes Reich entstanden ist von der Pazifikküste zum Atlantik mit der Hauptstadt Tenochtitlan, das heutige Mexico City, wo Moctezuma als Gottkönig absoluter Herrscher war. Moctezuma ist etwa 35 Jahre alt, als er die Herrschaft antritt. Er kommt aus einer adligen Familie, die bereits seit mehreren Jahrzehnten die Regenten stellt, folgt einem Onkel auf den Thron und hat zu diesem Zeitpunkt vermutlich schon mehrere Ehefrauen und entsprechend viele Kinder. Im Adel, also im Herrscherbereich, war die Vielehe sehr gängig und vor allen Dingen ist dieses eine Folge von Heiratsallianzen. Heirat war etwas sehr Politisches. Die Vereinigung von verschiedenen Gebieten durch Heirat war etwas sehr Wichtiges. Vor seiner Thronbesteigung hat sich Moctezuma in einer Vielzahl von Eroberungskämpfen bereits als wagemutiger und kluger Krieger bewährt und war der Oberpriester im Tempel der höchsten Aztekengottheit Huitzilopochtli. Strenge, Zähigkeit und Härte, sich selbst und anderen gegenüber, sind wichtige Ziele und Wertigkeiten in einer Gesellschaft, die wie die aztekische eine durch und durch kriegerische ist. Moctezuma war groß und schlank. Vielleicht etwas zu mager. Seine Haut war nicht braun, sie hatte nur einen leichten Schimmer des üblichen Indianerteints. Seine schwarzen Haare fielen in Locken über seine Ohren, sie waren im Übrigen nicht ausgesprochen üppig. Er trug einen schwachen, aber gut aussehenden schwarzen Bart. Das Gesicht war länglich und wirkte immer heiter. Er hatte sehr ausdrucksvolle Augen, von denen man leicht Liebe oder Ernst ablesen konnte. Er hielt sehr viel von Reinlichkeit und badete jeden Abend. Neben einer Menge Konkubinen, die alle Töchter von vornehmen Männern waren, hatte er zwei gesetzmäßige Gemahlinnen aus fürstlichen Häusern. So beschreibt der Spanier Bernal Diaz, der die Eroberung des Aztekenreiches als Soldat miterlebte, den Aztekenherrscher, der als Moctezuma in die Geschichte einging. Sein richtiger Name war Moctezuma, was so viel bedeutet wie mutiger, zorniger Herrscher. In Annäherung an seinen aztekischen Namen spricht man inzwischen von Moctezuma. Er hat 17 Jahre regiert. Mexiko hat nie einen besseren Herrscher gehabt. Er war ein tapferer Mann. Als Moctezuma hörte, dass die Spanier sich nach ihm erkundigten, zog sein Herz sich zitternd zusammen. Nur noch Angst erfüllte ihn. Er wollte fortlaufen, sich verbergen. Die unterjochten Völker klagten sehr über die Zwangsherrschaft des Moctezuma. Er war nicht nur mutig, sondern auch ernst und maßvoll. Und die Leute staunten, wenn sie ihn sprechen hörten. Historische Texte zeichnen ein wenig einheitliches, zum Teil sogar widersprüchliches Bild von Moctezuma. Wenn wir uns über Moctezuma unterhalten, müssen wir uns auch darüber unterhalten, wie diese Person in späteren Jahrhunderten manipuliert worden sind, einfach um als negative Identifikationsfigur also zu dienen. Gibt Ines de Castro, Ethnologin und Leiterin des Stuttgarter Lindenmuseums, zu bedenken. Zudem, so die Fachfrau, gibt es kaum schriftliche Zeugnisse aus der vorspanischen Zeit. Bei den Azteken ist es eine Bilderhandschrift, die man nicht als Lautsprache ansehen kann. Und insofern war dort also eher eine mündliche Überlieferung gängig, was natürlich die Jahrhunderte nicht so überlebt hat. Und als die Spanier gekommen sind, haben die aztekischen jungen Adligen sehr schnell unsere Schrift übernommen und dann angefangen, in aztekischer Sprache, aber mit unserer Schrift Dokumente zu verfassen, aber das hat auch ein bisschen gedauert, so dass wir wirklich weniger Berichte von den Azteken selbst verfasst haben und sehr viel mehr spanische Berichte. Zu dieser Legende passt auch die Geschichte der bösen Omen. Das erste böse Omen. 10 Jahre bevor die Spanier in dieses Land kamen, erschien nachts ein böses Vorzeichen am Himmel. Es war wie eine Feuerflamme. Blutiges Feuer fiel wie aus einer Wunde in Tropfen herab. Das zweite böse Omen.
Der Tempel des Gottes Huitzilopochtli stand plötzlich in Flammen. Er brannte von selbst herab. Niemand hatte ihn angezündet. Das dritte böse Omen. Ein Blitzstrahl traf den Tempel des Feuergottes. Das vierte böse Omen. Das fünfte böse Omen. Das sechste böse Omen. In einer Reihe von spanisch-indianischen Aufzeichnungen wird von diesen unheilvollen Omen berichtet, die es im Aztekenreich gegeben haben soll. Wie im Europa des 16. Jahrhunderts, so spielten auch bei den Azteken Naturphänomene eine große Rolle. Da man keine naturwissenschaftlichen Erklärungen kannte, sah man in Blitzen, Vulkanausbrüchen, Überschwemmungen oder anderen ungewöhnlichen Naturerscheinungen göttliche Zeichen. Brachte der aztekische Herrscher das Auftauchen der Fremden mit den ungewöhnlichen Naturereignissen der vergangenen Jahre in Verbindung? Waren die Spanier tatsächlich eine derart beunruhigende Erscheinung? Montezuma hatte Magier beauftragt, auszuforschen, wer die Fremden wären. Zugleich sollten sie trachten, sie zu verzaubern, irgendein Unheil auf sie herabzuziehen. Die Zauberer taten ihr Werk. Aber die Wirkung blieb aus. Da kehrten die Zauberer eilig zurück und berichteten Montezuma, wie stark und unverwundbar die Fremden wären. Angesichts der göttlichen Zeichen, die auf eine nahende Gefahr verweisen, und angesichts der Zauberer und ihrer magischen Mittel, die versagen, bekommt es der aztekische Herrscher trotz seines großen Kriegsheeres mit der Angst zu tun? Ist aus dem einst wagemutigen Krieger Moctezuma im Laufe der Jahre ein religiöser Eiferer geworden, der die Realität aus den Augen verloren hat und deswegen die Gefahr zu spät erkennt? Das jedenfalls machen einige spanisch-indianische Schriften glauben. Tatsache ist, die Azteken, ausgerüstet mit Pfeil und Bogen, haben den spanischen Kanonen und Gewehren nicht viel entgegenzusetzen. Tatsache ist auch, dass das spanische Heer beständig wächst, denn Cortés gelingt es, immer neue Mitstreiter unter den indianischen Völkern zu gewinnen.